Ich hoffe, Sie haben einen schönen Feiertag verbracht. Herzlich willkommen bei Tirol heute. Lawine abgegangen, Einsatz in den Zillertaler Alpen. Kritische Ansagen, Politfeiern zum 1. Mai. Mein Ungeheuer, mittlerer Premiere in Udans. Und das Wetter morgen bringt wieder Föhn, aber auch Regen. 30 Jahre Tirol heute in 30 Tagen. Morgen am 2. Mai, da feiern also auch wir, und zwar unser 30-jähriges Sendungsjubiläum. Und noch einmal zeigen wir Ihnen heute einen Beitrag aus dem Countdown zu diesen 30 Jahren. Wir sind im Vorjahr 2017. In der Innsbrucker Olympia World wird der 52-jährige Steirer Hermann Glättler zum 5. Bischof der Diözese Innsbruck geweiht. 8.000 Menschen sind bei einem Fest dabei, wie es das in Tirol noch nicht gegeben hat. Eine gewaltige Kulisse erleben Gläubige, Priester, alle Mitwirkenden dieser Feier. Schon beim Einzug zu den Klängen der Musikkapelle Amras. Die Eltern geben ihren Segen, dass ihr Sohn Hermann Glättler neuer Bischof wird. Der Salzburger Erzbischof Franz Lackner, der die Zeremonie leitet, nimmt sofort Bezug auf die fast zweijährige Wartezeit für den neuen Bischof. Innsbruck musste lange warten. Dann der Beginn der eigentlichen Weihe. Die Kanzlerin der Diözese, Gudrun Walter, verliest und zeigt das päpstliche Ernennungsschreiben. Amtsvorgänger Manfred Scheuer nimmt in seiner Predigt ebenfalls Bezug auf die lange Wartezeit. Ich freue mich sehr darüber, dass es in Innsbruck einen Nachfolger für mich gibt. Das hat lange gedauert und es war durchaus ein schwieriger und auch ein schmerzlicher Weg, auf dem manche auch beschädigt und verletzt worden sind. Da braucht es durchaus noch ein Innehalten und manches Gespräch. Für die musikalische Gestaltung der Weihe sorgen hunderte junge Musikerinnen und Musiker, Sängerinnen und Sänger. Bewusst ist es ein buntes und vielfältiges Programm. Die bei der Bischofsweihe übliche Hinstreckung des Weihekandidaten zählt zu den konzentrierten Momenten. Herr, erbarme dich. Dann die stille Zeremonie des Handauflegens durch die 24 anwesenden Bischöfe und Erzbischöfe. Sie erbitten damit den Heiligen Geist für den Neuen in ihrer Mitte. Zu den vielen Symbolen einer Amtsübernahme gehören die bischöflichen Insignien. Den Bischofsstab überbringt der blinde Extrembergsteiger Andi Holzer aus Osttirol. Ich übergebe dir diesen Stab als Zeichen des Hirtenamtes. Trage Sorge für die ganze Herde Christi, denn der Heilige Geist hat dich zum Bischof bestellt, die Kirche Gottes zu leiten. Eine Bischofsweihe in der Olympiahalle mit tausenden Mitfeiernden soll anders sein, so der Wille von Hermann Glättler, der viel mit Menschen aus Afrika gearbeitet hat. So bringt die afrikanische Gottesdienstgemeinde Lebensmittel zur Gabenbereitung und Stimmung in die Halle. Als Willkommensgeschenke gibt es viele praktische Ausrüstungsgegenstände für den neuen Bischof im gebirgigen Tirol. Hermann Glättler nimmt's mit Humor, nützt die Weihe dann aber sogleich für mehrere gewichtige programmatische Ansagen. Mit dem Motto Aufbrechen wurde 2014 das Diözesanjubiläum begangen. Den damals begonnenen Erneuerungsprozess der immer noch jungen Diözese möchte ich gerne aufgreifen und fortsetzen. Jetzt ist es Zeit. Auf Tirolerisch ist Zeit, mit Freude auf Gottes Ruf zu antworten. Also, geht, heilt und verkündet. Ja, und Bären binden wir Ihnen hier natürlich nicht auf, aber ein dickes Dankeschön an alle Kolleginnen und Kollegen von der Technik. Danke. Zum bevorstehenden Sendungsjubiläum haben uns auch viele nette Geburtstagswünsche erreicht. Aus dem Publikum zum Beispiel diese netten Grüße hier. Grüß euch, liebes ORF Tirol-Team. Ich bin der Michael.
Ich habe heute keine Kosten am Wien, oder sagen wir so, eher Kräfte am Wien geschaut. Bin zu meinem Lieblingsplatzl, der Rudersburg, hoch über Niederbrambach aufgegangen, um euch für den 2. Mai für Tirol heute alles Gute zum Geburtstag wünschen. Und der 2. Mai ist ja ein guter Tag, auch ich habe da Geburtstag. Für dich. 30 Jahre Tirol heute, wahrlich ein Grund zur Freude. Happy Birthday Tirol heute, happy heute Tirol. Happy Birthday Tirol heute, heute feiern wir wohl. Alles Gute. Liebes Tirol heute Team, alles Gute zum 30. Geburtstag wünscht euch die Glasbläserei Ruprecht aus Breudenbach und unser frisch gebackener Glasbläsermeister, der Lukas, der hat euch jetzt etwas gemacht. Gut gelaunte Kollegen und gute Laune ist auch morgen angesagt. Morgen, genau vor 30 Jahren, ist Tirol heute zum ersten Mal auf Sendung gegangen. Das heißt, morgen am 2. Mai, da steht Tirol heute natürlich ganz im Zeichen dieses runden Geburtstags. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Bis bald. Auf Wiedersehen.